Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie Nikolaus in Deutschland gefeiert wird. Am 6. Dezember wird jährlich in ganz Deutschland an Nikolaus gedacht. Kinder erwarten diesen Tag mit großer Vorfreude, da sie an Nikolaustag Geschenke bekommen. Weißer langer Bart, roter Mantel und Rentiere, die den Weihnachtsmann zu den Kindern bringen. Auch wenn seine Popularität immens ist, ist er keine historische Person. Wie verhält es sich hingegen mit dem Nikolaus? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Schon vor dem 6.12. kann man in vielen Geschäften Schokoladen-Nikoläuse kaufen, die unter Freunden oder der Familie verschenkt werden. Auch Bäckereien erinnern mit Wegmännern an den Nikolaus. Der echte Nikolaus trägt einen Bischofsstab, einen langen Bischofsmantel und eine Mitra. Zum 6. Dezember finden in Kindergärten oder Schulen oft Nikolausfeiern statt, an denen auch gesungen wird. Ein bekanntes Lied ist zum Beispiel »Lasst uns froh und munter sein«. Viele Kinder stellen am Abend des 5. Dezember ihre Stiefel oder Schuhe vor die Tür oder hängen ihre Strümpfe auf. Wenn die Kinder am nächsten Morgen aufwachen, sind ihre Stiefel mit Schokolade, Nüssen, Lebkuchen, Plätzchen oder Mandarinen gefüllt. Manchmal bekommen sie auch kleine Geschenke wie ein Schal oder eine Mütze, die in der kalten Jahreszeit besonders nützlich sind. Zu manchen Familien kommt der Nikolaus auch nach Hause und fragt die Kinder, ob sie auch brav gewesen sind. Manchmal wird der Nikolaus auch von Knecht Ruprecht begleitet, der die unartigen Kinder bestrafen soll. Aus seinem goldenen Buch liest der Nikolaus ihnen ihre guten Taten und ihre schulischen Leistungen des vergangenen Jahres vor. Meist tragen die Kinder dem Nikolaus auch Gedichte vor und singen ein Lied. Danach erhalten die Kinder ihre Geschenke. Der weltgrößte Nikolaus Spekulatius ist 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Er wurde 2012 in Düsseldorf hergestellt. Spekulatius ist ein traditionelles Nikolausgebäck, für dessen Herstellung Holzform verwendet werden. Auf dem Gebäck werden so heilige oder regionale Motive abgebildet. Und nur noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wie verhält es sich hingegen mit dem Nikolaus? Ja, der heilige Nikolaus hat tatsächlich gelebt. Der Bischof Nikolaus von Myra wurde zwischen 270 und 286 nach Christus geboren und ist wahrscheinlich am 6. Dezember 345 nach Christus gestorben. Der Legende nach wird er seit dem 6. Jahrhundert verehrt, weil er besonders gutmütig, barmherzig und großzügig war. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie verbringt ihr Nikolaus in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal.